Hallo zusammen, ich bin Darlene und auf YouTube teste ich die unterschiedlichsten Haushaltsgeräte und stelle euch regelmäßig nützliche Produkte vor. Heute habe ich das Krups Professional Waffeleisen mit im Gepäck und wir schauen uns in diesem Video gemeinsam die Bedienung, die Reinigung und die Qualität des Geräts an und testen natürlich auch, ob man mit ihm wirklich einfach und unkompliziert leckere belgische Waffeln backen kann. Auf den ersten Blick wirkt das Gerät auf jeden Fall schon mal sehr hochwertig und gut verarbeitet. Es hat ein massives Edelstahlgehäuse, ist also recht schwer und steht deshalb wirklich super stabil auf der Arbeitsfläche. Also da wackelt echt nichts. Wie ihr seht, kann man hier zwei Waffeln gleichzeitig zubereiten und damit der Teig sich besser verteilen und gleichmäßig ausgebacken werden kann, hat das Waffeleisen außerdem eine praktische Drehfunktion. Und ob die dafür sorgt, dass die Waffeln dann später besonders gut werden, das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ein Waffelteig für Waffeln nach Brüsseler Art habe ich hier schon mal vorbereitet, doch bevor wir starten können, muss das Gerät noch ein bisschen vorheizen. Wenn die Kontrollleuchte hier oben grün leuchtet, dann wissen wir, dass die richtige Temperatur erreicht ist und können den Teig dann gleichmäßig auf beiden Platten verteilen. So, und jetzt schließe ich die Klappe und drehe dann hier an dem wärmeisolierten Griff einmal um, damit der Teig auch in die andere Seite fließen kann. Dann lässt man die Waffel so für ungefähr 4 Minuten backen, dreht das Waffeleisen wieder um und kann die fertige Waffel rausholen. Hier fällt mir auch direkt positiv auf, dass man das Waffeleisen nicht überdrehen kann, beziehungsweise dass es so einen Drehanschlag hat. Das heißt, es dreht sich jetzt nicht unendlich weiter, sodass man beim Backen dann vielleicht durcheinander kommt, welche Seite jetzt eigentlich oben sein muss. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss am Anfang des Waffelbackens immer erst so ein bisschen herausfinden, wie viel Teig ich denn nun in das Waffeleisen geben muss, was dann dazu führt, dass es gerne auch mal ein bisschen überläuft und man dann einfach eine riesige Sauerei veranstaltet und später dann mühsam wieder alles sauber machen und von Teigresten befreien muss. Ich scheine aber wohl nicht die Einzige mit diesem Problem zu sein und deshalb hat Krups auch hier mitgedacht und unten am Waffeleisen ein Blech zum Auffangen des herauslaufenden Teiges installiert, das ich dann nach dem Backen einfach herausnehmen und abwaschen kann. Genauso ist es übrigens auch mit den Backflächen. Die haben nämlich nicht nur eine praktische Anti-Haftbeschichtung, damit nichts kleben bleibt, sondern sie lassen sich nach dem Backen auch ganz einfach herausnehmen und sogar in der Spülmaschine reinigen. Über den Drehknopf oben am Waffeleisen könnt ihr dann nach den ersten paar Waffeln auch die Temperatur anpassen, sodass sie dann von der Bräunung genau nach eurem Geschmack gebacken werden. Und schaut mal hier, wie schön und gleichmäßig die Waffeln gebräunt sind. Daran erkennt man wunderbar, dass sich die Backflächen wirklich überall gleichmäßig erhitzen und es keine zu heißen und keine zu kalten Stellen gibt. Wie ihr sehen könnt, ist das Waffeleisen vom Formfaktor her jetzt schon eines der etwas größeren Geräte, aber ich finde cool, dass Krups sich auch da wieder was überlegt hat, um bei der Aufbewahrung dann doch noch so ein paar Zentimeter zu sparen. Denn man kann das Waffeleisen hier einfach um 90 Grad drehen und dann das Auffangblech an der magnetischen Unterseite befestigen. Und schon ist das Gerät um einiges kompakter und kann besser verstaut werden. Ich finde also, dass das Waffeleisen von Krups das Attribut Professional auf jeden Fall verdient, weil die Backeigenschaften wirklich erste Sahne sind und man echt perfekte Waffeln zaubern kann, die super gleichmäßig durchgebacken und gebräunt werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video einen guten Eindruck vom Krups Professional Waffeleisen gegeben und ihr wisst jetzt, ob es auch das richtige Gerät für eure Küche ist.